Der zweite Sieg durch K.O. Sein Gegner ist Jeff Duke Roufus, einer der besten Kämpfer Amerikas im Schwergewicht. Andys Überlegenheit ist deutlich. Die meisten Thai-Boxer sind überrascht von Andys Technik bei der Beinarbeit und den verschiedenen Varianten. So bleibt Andy unberechenbar. Der Gegner weiß nie, ob nun ein Kick folgt oder die Faust, ob Schläge von links oder von rechts folgen. Auch hier ein Vorschlag in die Leber. Der Gegner erholt sich nicht mehr und muss mit zwei gebrochenen Rippen im Spital eingeliefert werden. Andy gewinnt den Kampf bei Gegner K.O.